Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute ist bei mir Videodrehtag, also das geht ratzfatz, rucki zucki hin und her. Und ich möchte jetzt noch gerne sozusagen ausmisten bzw. euch zeigen, welche dekorative Kosmetik bei mir in den letzten Wochen, Monaten aussortiert werden oder aufgebraucht sind. Und wenn dich das wie immer interessiert, dann schnappt den Kaffee und Keks und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Zuerst, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee geschnappt. Ich drehe nämlich jetzt gerade vor und dann muss ich mir alles abschminken, dann muss ich im Garten, dann muss ich ein paar Blumen einpflanzen, dann muss ich ein bisschen putzen und heute Abend sind wir zum Grillen eingeladen, dann muss ich den ganzen Schmodder wieder drauf machen. Dieser Lippenstift ist von Avon, den habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt, der ist richtig schön. Kauft euch den mal. Der ist super, der duftet und die haben natürlich jede Menge Farben, aber der hält theoretisch den ganzen Tag. Ich habe eher das Problem, dass ich nicht runterbekomme. Also ein Top-Produkt und auch ein Favorit in mein Jahresfavoriten-Video am Ende des Jahres. Als allererstes fliegt jetzt in den Müll und das finde ich tatsächlich echt schade. Ich kann euch gar nicht sagen, wie die Firma heißt. Das ist ein Lippenstift und zwar diese eine Reisegröße. Der war mal irgendwo drin und ich habe ihn tatsächlich wenig benutzt. Aber seht ihr das? Der hat so komische Grisseldinger dran. Und ich weiß nicht, ob der dann nicht schon gekippt ist. Theoretisch wäre er noch haltbar, weil so lange habe ich den noch nicht. Aber Produkte, die komisch riechen oder Bläschen bilden, bitte Finger weg davon. Nee. Und ich glaube, was habe ich ausgerechnet? Ich habe 28 Lippenstifte, sprich diese. Und ich brauche dann eigentlich keinen Aufheben, der nicht funktioniert. Auch was weggeht, ich weiß noch nicht, ob ich das mal in den Trash mache. Muss ich fast fragen, ob das jemand haben möchte. Und zwar habe ich mir gekauft bei meinem Catrice Haul einen Eyeshadow Primer. Ich habe ihn zweimal benutzt und er nervt mich. Ich habe mir halt gedacht, bei manchen Schminkvideos ist es besser, wenn du einen Primer drunter hast. Die liebe Marga macht das auch. Die hat wunderschöne Farben dann immer. Aber diese klebrige Konsistenz auf dem Auge, das nervt mich. Also das geht mir sowas von auf die Brüste, Eier, wie auch immer. Und ich habe es, wie gesagt, zweimal benutzt. Es ist halt ein Produkt, was du im Gesicht verwendest. Und deswegen weiß ich nicht, ob jemand im Trash-Paket da Interesse hätte. Ich werde es mal reinmachen, mal gucken. Aber finde ich einerseits schade, aber so ist es nun mal. Genauso wie beim nächsten Produkt. Und zwar habe ich mich da wirklich gefreut. Ich glaube, ich habe es aus unserem Trash-Wander-Paket. Ich musste da tatsächlich, weil ich keine Zeit habe, da mal mitzumachen und das Paket mir tatsächlich so schwer geworden war, musste ich das aufgeben, obwohl das sehr schön war. Liebe Grüße an die Mädels, es war von der lieben Claudi, das war eine tolle Sache, weil du dann oft an Sachen rankommst, die du ja gar nicht so hast, aber es war mir tatsächlich dann im Endeffekt zu schwer, zu groß und das ist dann nicht meins gewesen. Von Kiko Milano eine Foundation. Da habe ich mich so gefreut. Auch dieses geht weiter, weil die ist so hell. Mein Mann hat gesagt, ob ich mich als Clown verkleide heute. Ich sage, nee, die ist noch haltbar. Also die ist noch nicht so lange auf. Warm Rose ist die Farbe, also die 01, die hellste Farbe. Aber so käsig bin ich dann doch nicht, auch wenn ich sonst Hauttyp Mozzarella bin. Aber nein. Dann nur noch die Umverpackung und zwar von Magic Finish ein Lip Liner. Ich habe ihn jetzt nicht hier oben, aber der hat circa diese Farbe. Ein tolles Produkt. Also wirklich ein tolles Produkt. Hätte ich nicht gedacht, war mal in irgendeiner Box drin oder war es in der Wundertüte. Ich kann es euch gar nicht sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Ja, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Versteht ihr mich wahrscheinlich auch nicht, weil meine Kollegin sagt, das ist die beste Wimperntusche, die es gibt. Und zwar von Too Faced. Ich habe die noch, werde sie auch verwenden. Einmal ist sie schon weitergegangen. Ich finde die tatsächlich nicht so toll. Von Too Faced habe ich tatsächlich keinerlei Produkte, außer diese eine Mascara und die finde ich gar nicht so toll. Dieses Ergebnis soll sie bringen, bei mir gar nicht. Bei mir ist eher das rechte Bild. Aber das liegt vielleicht auch oftmals an den Wimpern. Ich habe momentan von Gorge eine Mascara, die ich ganz schrecklich finde. Die habe ich heute drauf. Sie macht zwar mittlerweile Ergebnis, aber das Bürstchen ist so hart, das tut mir tatsächlich weh, wenn ich es auftrage. Schichten kann man es auch nicht und ich bin mit der auch nicht zufrieden. Aber meistens sind halt die Geschmäcker unterschiedlich. Ach ja, in meiner Lippenstiftsammlung habe ich einen vergessen und zwar von Kia Carlotta. Wo ist denn der eigentlich? Verschollen. Ein veganer Lipstick.
den Farbton. Also der ist irgendwo, der ist auch richtig schön. Also das ist ein veganer Lippenstift, Kia Carlotta als Lipstick, finde ich richtig gut. Aber wo der jetzt hin ist, gute Frage. Dann habe ich wahrscheinlich 29 Lippenstifte. Auch weggehen tut von La Vera Lash to Impress. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, was mit der war. War die gut, war die nicht gut? Ich glaube, die hat gebrannt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann es euch tatsächlich gar nicht sagen. Und wenn ich euch das gar nicht sagen kann, dann war sie wahrscheinlich nicht zu 100%ig gut. Ich bin nicht so ein Fan von La Vera. Ich bin auch kein Fan von Alterra. Ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau. Dann geht jetzt weg, weil einfach nur eklig. Und zwar, das ist so eine Art Primer für die Augenbrauen. Ich habe es tatsächlich eigentlich ganz gerne verwendet, musste mir das aber tatsächlich hinstellen, sonst hätte ich es vergessen, es ist noch unheimlich viel drin. Es ist ja so, wenn du vorher eine Foundation aufgibst, dann hast du hier natürlich auch Foundation zwischen den Augenbrauen und dadurch hat sich das Produkt so ein bisschen verfärbt und ich finde es einfach nur eklig. Deswegen geht es jetzt weg. Das ist ein französisches Produkt, was mir gut gefallen hat. Wenn du das hier aufgetragen hast, war es nicht so, bei manchen siehst du das einfach so, wenn du zu viel genommen hast oder so, sieht es aus, wie wenn du Kleber dahin geschmiert hast. Bei dem hast du gar nichts gesehen, es war fest, die Augenbrauen waren schön definiert. Vielleicht werde ich mir die Bürste aufbewahren, ich weiß noch nicht. Ich lasse es mal stehen, weil zum Auskämmen der Augenbrauen war das ein wunderbares Bürstchen. Und genau. Und das letzte Produkt, was ich euch zeigen möchte, das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich habe auch ein Schminkvideo gemacht. Ich habe euch auch in dem Schminkvideo gesagt, dass das Produkt geht. Aber jetzt nochmal final, weil dann geht es in den Sack von Müll. Und zwar die Tamtam Palette. Die habe ich ja euch nochmal ein letztes Mal gezeigt. Ich zeige sie euch nochmal von innen, weil die ist wirklich fertig. War eine schöne Palette. Sie hatte ja damals geheiratet und hatte dann diese Bridal Edition raus. Und das war, wie gesagt, die Palette. Und das Lila hat mir so richtig gut gefallen. Sie ist jetzt einfach durch. Das war ein wundervoller Spiegel. Sie war sehr hochwertig, muss ich sagen. Also, wenn es die nochmal gibt, wäre ich sofort dabei. Also, eine schöne Palette, eine Alltagspalette, habe ich wunderbar gerne verwendet und ja, wie gesagt, liebe Tamtam, wenn du das sehen solltest, was ich nicht glaube, bitte so ein Lila nochmal. Sie hat eine neue Palette, ja, aber ich finde, die war wirklich schön und somit ist sie in den Müll gegangen und das war mein Video. So, kurz und schmerzlos, wir sind bei 7 Minuten, hallo, was ist denn da los? Aber ihr seht, kosmetische Produkte oder dekorative Kosmetik kann ich nicht so aufbrauchen wie zum Beispiel Pflegeprodukte, weil du ja meistens auch viel mehr im Schrank hast und eine Lidschattenpalette komplett aufzubrauchen, das dauert seine Zeit. Ich habe ja auch eine Lidschattenpalettensammlung auf YouTube, zeige ich das euch immer bei den Shorts, auch bei TikTok und bei Instagram, wenn ihr Lust habt, einfach mal vorbeischauen. Bedanke mich hiermit fürs Zuschauen und mich jetzt erstmal abschminken und dann in den Garten gehen. Liebe Grüße, eure Heike. Bis bald.